Heute versammeln wir uns zu einer Gedenkveranstaltung, um an die Ereignisse an der Universität 1999 und der Kahrizak-Haftanstalt im Jahre 2009 sowie an alle Opfer in dieser Jahre zu erinnern. Betroffene und trauernde Familienangehörige sind heute ebenfalls anwesend, um gemeinsam der Verstorbenen zu gedenken und die Geschehnisse dieser Jahre in Erinnerung zu rufen. Genau, diese Ausstellung zeigt vereinzelt die Fotos von den Verstorbenen, auch bei der Tat, wie sie verstorben sind. Teilweise sind nicht leicht verdauliche Bilder. Und das ist halt die Wahrheit und die Geschehnisse, die halt damals passiert sind. Die sind sehr liebevoll von unseren, von unseren Mitstreiterinnen beschmückt worden, die Leinwände. Die sind sowohl auf Persisch als auch auf Deutsch alles beschrieben, von wann bis wann die Menschen, die ermordet worden sind, gelebt haben, wie alt sie waren und wobei sie gestorben sind. Eine Sache würden wir auch gerne noch mal hier klar und deutlich erwähnen, und zwar die iranische Diaspora steht auf der richtigen Seite, und zwar nämlich um in den Kampf gegen die Islamische Republik immer an erster Reihe zu stehen. Wir werden niemals aufhören, wir werden weitermachen bis zum letzten Atemzug. Es lebe der Iran, es lebe einzig und allein König Reza Pahlavi. Payande Iran, to abad Javicha. Javicha, Payande Iran.